So, schon viel besser. Genau. Recht hat er. Das ist eine Aussage, und zwar eine vom Feinsten. Komm schon, hol ihn dir. Was bist du eigentlich? Ist der Strahl aus seinem... aus seiner Brust rausgekommen, oder? Aber jetzt, an dieser Stelle, hat es sich gelohnt, schwer auf Nahkampfwaffen zu gehen. Mal schauen, was wir hier Feines finden. Ich wusste doch, dass wir ein bisschen reingehen sollten. Wo die Gegner herkommen. Wenn ich so weitermache, kann ich mir bald noch eine neue Waffe kaufen. Okay, so komme ich da nicht hin. Schauen wir, ob es hier auch noch was gibt zum Sammeln. Ah, come on, lass mich in Frieden. Wurst. Komm schon, geh drauf. Jawohl, weg ist er. Hat ein bisschen lang gedauert, aber ging. Die ist die ganze Zeit so rufen. Ah, ich kann ihn riechen. Ja, Deadpool ist nun mal ein ungewaschener Bastard. Kann man nichts gegen tun. Ist also. Oh nein, das ist nicht dein Ernst, dass ich hier jetzt drauf gehe, deswegen. Das ist lächerlich. Kommt gefälligst zu mir, wenn ihr wirklich meint, dass das so passt. Ah, komm schon, nein! Nein! Ah! Oh Gott, ich muss den ganzen Scheißdreck nochmal machen, weil sie mich wieder angecheatet haben. Oh, aber ich mag sie nicht. Sie machen keinen Spaß. Oh, das ist so lächerlich. Weil sie mich wieder angecheatet haben, darf ich den ganzen Scheißdreck nochmal neu machen. Das ist nicht zu fassen. Komm schon, gib auf! Ach, verdammt nochmal! Au! Jawohl, das war nötig! Komm schon, gib auf! Wie leicht die zu besiegen sind, vergleichsweise! Die Klone, ja. Gott, diesmal gehe ich da nicht mehr hoch, weil das lässt nur die Leute frei, die sich vorher gar nicht um mich gekümmert haben. Ist umso besser, wenn die nicht frei sind. Ich einfach woanders hingehe. Piss off! Das war einer, und das war der nächste, und dann haben wir die da noch, die mich nicht interessiert. Tch, halt die Schnauze, Sinister. Ah, komm schon, noch mehr von denen. Nein, ich mach keine Killmoves, wenn noch andere Gegner hinter mir stehen, weil das idiotisch ist. Und wenn das Spiel so funktioniert, dann Pech gehabt. Gott, schieß auf deine eigenen Leute, ist okay. Was kriegen wir da? Hey! Hey, das ist ein Killmove! Ah. Gut, dann eben nicht. Ich will das nicht wechseln, ich will meine Handwaffe wechseln. Gott! Einfach ist es ja hier gerade nicht. Komm her, du, komm her! Komm her! Sag mal! Ich habe immer noch nicht genug Momentum, um meine Attacken zu machen. Wie viel noch? Ah, geht doch. Warum nicht gleich so? Es ist wirklich anstrengend. Also ich versuche mein Bestes, nicht ständig zu sterben, aber offensichtlich ist das bei weitem nicht gut genug. Geh endlich drauf! Bastard. Ich glaube, ich traue mich jetzt doch hoch, indem ich wieder voll geheilt bin. Aber nur ein bisschen. Ich will nur wissen, was hier los ist. So, jetzt habe ich sie angelockt, jetzt dürfen sie runterkommen. Viel Spaß damit. Ja, komm, Lunz über die Ecke, komm.
gerade, wie Deadpools Gesicht aussieht. Das ist so schlimm. Wo hat er da gerade hingefeuert? Die ganze Zeit ziele ich schon hinter ihn. Dann soll der gefälligst auch dorthin feuern, wo ich hinziele. Was für ein Idiot. Komm schon, du weißt, dass du um die Ecke gucken willst. Cheat mich nicht an. Nein. Nein, ihr werdet mich hier nicht kriegen. Ich laufe einfach wieder weg. Ihr könnt mich mal. What the fuck? Ich weiß ja nicht, ob er während Killmoves unbesiegbar ist. Es wäre halt schwer unlogisch, muss ich schon mal ehrlich sagen. Komm schon, geh endlich drauf. Wie oft muss ich denn noch umschmeißen? Geht doch. So, gefallen mir die Moves. Puh. Okay, wie viel haben wir jetzt wieder zusammengesammelt? 200.000. Das könnte sogar genug sein, theoretisch. Komm schon. Gib endlich auf. Ja, diese Wurst. Ich habe ihn die ganze Zeit in der Luft und er hört nicht auf. Jawohl. So gehört sich das. Ich höre immer noch Schüsse. Wo ist dieser Kerl? Ah, da oben. Gott, wie viele sind das noch? Ich weiß, dass ich hier nicht hingehen darf. Sobald ich da hochgehe, kriegen sie mich. Komm schon. Hör auf, dich zu ducken, Pussy. Den habe ich jetzt erwischt. So, zwei sollte ich doch wohl irgendwie schaffen können. Oh Gott, das sind mehr als zwei. Warum sind es schon wieder drei oder vier? Es waren vorher nicht so viele und jetzt sind es plötzlich doch wieder so viele. Es tut mir sehr leid, dass ich so wenig dazu sagen kann zu dem Ganzen, aber die Konzentration, die ich hier aufbringen muss, ist dermaßen hoch, damit ich nicht wieder drauf gehe. Dass das, also ich weiß wirklich nicht, was ich hier tun soll, noch großartig. Was? Wer? Ich habe jetzt gerade wirklich nicht verstanden, wo wir hinfliegen sollen. So hat es sich nämlich angehört, als ob ich irgendwo an Bord gehen sollte. Ja gut, könnte auch ein Schiff oder ein Zug sein, aber ich sehe hier weder einen Flughafen, noch eine Station, noch einen normalen Hafen. Ah, komm schon. Ah, gib dich auf, Mann, gib dich auf. Lächerlich. Ihr könnt nicht auf mich zielen, wenn ich hier unten bin. Gebt es auf. Und wieder ist einer weg. Schade, dass ich dafür keine Münzen kriege. Es würde sich lohnen. Hm, was ist das für eine Munition? Okay, ja, die hilft. Oh. Oh, schon wieder so viele. Sag mal, kommen die unendlich hier oder was ist da das Problem? Oder kommen die einfach nur immer näher von ganz weit hinten? Das könnte sein, aber trotzdem irgendwie ziemlich bescheiden so. Okay. Warum kann ich hier nicht den Wandsprung machen? Geht doch. Ich will dich nicht mehr sehen, Arschloch. Der probiert mich echt immer noch zu treffen. Schießt gegen die Mauer. Ah. Spaß. So, was ist hier die richtige Waffe für? Ich würde mal sagen, Pistole ist hier genau das Richtige. Warum wackelt die Scheiße hier so? Hör auf zu wackeln. Ja, inzwischen bin ich mir fast sicher, dass ein Halsschuss als Hätter gewertet wird, aber ein richtiger Kopfschuss nicht. Da, schon wieder! Das war genau ein Halsschuss.
Wahnsinn. Endlich habe ich das entschlüsselt in dem Spiel. Da muss man mal drauf kommen, dass die Hitbox einfach so kaputt ist. Oh. So. Jetzt holen wir uns das restliche Money und schauen nochmal, ob wir nicht noch ein paar Waffen kriegen, weil so können wir nicht weitermachen. Nee, nicht wirklich. Was ist das? Das ist so viel Money, das kann ich nicht einfach liegen lassen. Kann ich da hin? Irgendwie? Ah, da hinten liegt nochmal so viel. Hier liegt überall so viel. Theoretisch dürfte ich den ganzen Weg zurückgehen. Ah, das ist schlimm. Hoffentlich spawnen dadurch keine neuen Gegner. Oh, warte. Oh, sie haben eine unsichtbare Wand, haben sie mir hier hingestellt, damit ich nicht mehr zurückgehen kann. Das ist eine interessante Sache. Na gut. Ich hätte halt wirklich gerne die Münzen nochmal neu eingesammelt. Ich meine, wenn sie schon da liegen. Man hätte halt wirklich sagen können, dass, dass alte Münzen nicht nochmal neu spawnen, wenn man, wenn man einmal gestorben ist. Okay, passt soweit. Dann vorwärts. Bei 230.000 gehen wir, wie gesagt, zuerst nochmal ins Menü rein. Abermals, hier muss ich wieder andere Musik drüber hauen, als im Originalspiel drin ist. Schauen, ob wir hier noch irgendwas Vernünftiges machen können. Verdoppelt die Häufigkeit von zusätzlichem Momentum. Das wäre doch mal gescheit was wert. Wird die zusätzlich erhaltene Momentum um 50%. Auch das wäre gescheit was wert. 10 Sekunden lang die doppelte Belohnung für jedes gewonnene Momentum zu erhalten. Nee. Trage mehr Munition für jede Waffe. Warum habe ich das nicht schon längst geholt? Und was ist das hier? Mach hier bis zu 5-mal in Folge aus. Naja, bringt kaum was. Kann ich mit 5000 noch irgendwas reißen? Wahrscheinlich nicht. Gut, macht nix. Mehr Munition für jede Waffe. Es lohnt sich glatt nochmal zurückzugehen und alle Munis einzusammeln, die wir liegen gelassen haben. Kommst du her? Da sind nochmal 10. Oh, das tut gut. Jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Zeit zu wenig Munition hatte. So, sind jetzt alle meine Waffen voll? Ich denke schon. Ja, sieht so aus. Zumindest ein bisschen. Zeit ist es geworden. Kann ich da jetzt immer noch nicht rein? Okay, warum nicht? Okay, das hat gar nichts gebracht. Nur, dass ich mein Momentum für den Raum verbraucht habe. Ja gut, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich meine, wenn man da nicht lang kann, dann bleibt eigentlich nur noch dieser andere Weg, den ich da verpasst habe. Wo das Geld dahinter liegt, aber wie man den öffnen soll. Ist bestimmt schon wieder irgend so ein dumm versteckter Schalter, den ich nicht sehen kann. Was ist das hier? Nichts, da kann man durchschlagen. Vielleicht muss ich den Seitenweg gehen oben, den ich nicht weitergegangen bin. Mal schauen. Mehr Money. Okay, ist voll. Ich bin mir halt nie so ganz sicher, ob die Waffen auch wirklich voll sind. Da muss ich halt wirklich genau nachsehen. Oh. Was ist das für ein Weg? Den habe ich verpasst, gell? Ach so, ich bin den Umweg nach oben gegangen. Stattdessen... Na, verstehe. Komm schon, gib auf. Jawohl. Und noch einer, komm her, du. Ich weiß doch, dass du gekillt werden willst. Du willst es haben. Gib es zu, du willst es haben. Schwer unnötig, dass ich den noch mit Killmove kille, aber ist auch in Ordnung. Schon wieder so viele Münzen. Reicht aber immer noch nicht annähernd.
Okay, jetzt sind wir irgendwie weitergekommen. Nicht viel, aber es geht. Jawohl. Einzelne Gegner sind lächerlich. Einzel brauchen sie es gar nicht erst versuchen gegen mich. Nicht, dass ich nicht froh wäre, wenn sie einzeln auf mich losgehen würden, aber... Ja, ist schon ein bisschen lächerlich. Ha, der ist ja lustig. Komm schon. Gib dich auf, Bastard. Ach komm, Scheißkerl. Ahuga! Na? Okay, wie wär's, wenn du dich zu mir drehst? Damit wir mehr Spaß haben können. Jawoll! Nein, das wirst du nicht. Das werde ich tun. Schön wär's, wenn's Raketenwerfer wäre. Oh! Ich wollte den nicht loslassen. Müssen wir ihn nochmal aufheben. Macht nichts, das ist eine hübsche Animation. Das ist, glaube ich, kein Raketenwerfer. Aber trotzdem eine nette Gun. Lass mal sehen. 250 Schuss, das kann kein Raketenwerfer sein. Sieht nach einer Minigun aus. Okay. Oh, da sind noch Münzen, die ich vergessen habe. Ja nun, sind jetzt alle Gegner alle, oder was? Gerade jetzt, wo ich die schöne Waffe kriege. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Erstmal die Münze einsammeln. Oh, und jetzt ist das Tor von alleine aufgegangen. Wie bescheuert ist das denn? Na gut. Wahrscheinlich geht später auch das andere Tor von alleine auf. Das große, was wir die ganze Zeit schon suchen. Okay, soll ich hier hochspringen oder was? Dann muss ich jetzt echt meine Waffe liegen lassen. Ist ein Scherz, oder? Ah, shit. Okay, also du kennst meinen Vater. Beziehungsweise sie kennen meinen Vater. Da wollen wir mal erstmal noch die Höflichkeit wahren hier so ein bisschen. Mal schauen. Na, wir haben zwar schon unsere Gedanken, was der Professor so treiben wird demnächst, aber okay.